Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und gleichzeitig auch zum letzten Part dieser Aufnahmesession. Wir haben einen weiteren Steckbrief für Ray bekommen, in dem wir seinen alten Boss, ja, die Ohren lang gezogen haben. Und jetzt werden wir wieder zurückkehren nach Ignaton. Es ist ein bisschen durcheinander, ich weiß, es tut mir sehr, sehr leid. Und werden versuchen, der guten Eva zu helfen. So, wir porten uns zur Kathedrale. Und ich hoffe, dass das klappt mit dem Computer. Ich habe nur keine Ahnung. Ich habe nur keine Ahnung, dieses oder jenes. Ich gehe einfach mal hier rein. Archiv, okay. Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Nein. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Da möchte ich mir da... Warte mal. Entschuldigung, ich hätte ihn fertig rennen lassen sollen. Ah, ist schon vorbei. Ich versuch's mal mit Handwerk, ne? Ob wir Handwerk 3 haben, bin ich mir gerade nicht sicher. Zugangsberechtigungen zum Archiv manipulieren. Das klappt sehr gut. So, das sollte reichen. Sehr gut. Das heißt, wir dürfen rein, ne? Das Archiv. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Mal schnell einen Kaffeeschluck trinken. Krüppel, du siehst doch ganz gesund aus. Mach den Weg frei, nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Na, das obere. Krüppel, du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Mach den Weg frei. Nichts weiter, ich war im Begriff zu gehen. Karl heißt er. Aha. Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Eine Sache noch zum Archiv. Eine Sache noch zum Archiv. Hier soll ein Exemplar von Avids Lehren ausliegen. Woran forschst du zurzeit? Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Das obere. Hier soll ein Exemplar von Avids Lehren ausliegen. Richtig. Und so soll es auch bleiben. Was steht in dem Buch? Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Mehr wollte ich nicht wissen. Was steht in dem Buch? Seine Weissagungen und Lebensgrundsätze, an denen wir uns orientieren. Der Großteil ist jedoch recht verschlüsselt geschrieben und für den einfachen Geist schwer verständlich. Gib mir einfach einen kurzen Abriss. Das kann ich nicht. Auch wenn mir einmal die Ehre zuteil wurde, Seite um Seite zu lesen, blieb mir der Inhalt verschlossen. Wie ich schon sagte, nur wenige sind dazu berufen, seine Worte im Ansatz zu verstehen. Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Du? Nein. Warum nicht? Weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden. Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht. Vergiss das also ganz schnell wieder. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Woran forscht ihr zurzeit? Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich, das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden.
Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Braucht ihr noch Unterstützung? Kommt es dabei oft zu Zwischenfällen? Unterstützung? Braucht ihr noch Unterstützung? Nein. Für diese Aufgabe haben wir Spezialisten. Du bist woanders besser aufgehoben. Aha. Okay. Da kommt der Ray. So, und jetzt? Ich stehe bereits im System. Und jetzt? Wer bist denn du? Reinhold. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hart gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Warum sollte ich mich euch anschließen? Ja, ich möchte Kleriker werden. Nein, ich habe im Moment kein Interesse daran, Kleriker zu werden. Warum sollte ich mich euch anschließen? Weil wir dir einen Weg aufzeigen, errettet zu werden. Anders als die Outlaws oder die Berserker bieten wir dir nicht nur Zerstreuung und Verunreinigung. In unseren Reihen würdest du deine wahre Bestimmung erkennen. Wir haben die Technologie. Wir haben die Waffen. Aber wir brauchen Freiwillige, um unsere Sache voranzutreiben. Dabei nicht. Nein, ich habe im Moment kein Interesse daran, Kleriker zu werden. Wenn das so ist, wundert es mich etwas, dass Xander dich einfach so hereingelassen hat. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Okay, ich glaube, das war nicht so klasse. Wo sind die anderen Judikatoren? Erzähl mir über die Kleriker. Wofür genau bist du hier zuständig? Das obere. Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Wie läuft es hier in der Stadt? Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Erklär mir eure Ränge. Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Boah, ich glaube, meh, echt wahr? Das dauert ganz schön lange. Erzähl mir mehr über die... Entschuldigung. Was? Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt?
Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Das übernehmen die Maschinen. Sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Erklär mir eure Ränge. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unsere Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich. Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Den Sinn, die Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst war und noch weit darüber hinaus. Tritt uns bei und du kannst teilhaben an unserem Wissen, Glauben und unserer Technologie. Wofür genau bist du zuständig? Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Erklär mir die Regeln des Horts. Erkläre mir die Regeln des Horts. Boah. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss sich dafür verantworten. Elexit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? Ja. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort. Wie steht es um die Alps? Ja, dann gehen wir da gleich weiter. Boah, brauchen wir schon einen ganzen Bart fast, nur mit dem zu quatschen, ne? Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Okay, stell mir die Aufgabe. Stell mir die Aufgabe. Wie du möchtest. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür.
Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden. Sofern wir dich als erfahren genug erachten. Ich habe Probleme mit Elex-Händlern im Hort. Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Allerdings. Und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Baldr, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Legalisieren, das ist meine Meinung. Nach der dich niemand gefragt hat. Also, behalt sie für dich. Wie steht's um die Alps? Wie steht's um die Alps? Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. Jo, wegen dem Elex-Händler. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Hort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Okay. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Na, ich brauche mehr Einzelheiten. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber... Nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers. Bei den Roboter-Produktionsstätten. Okay. Na dann. Tschü-tschü. So. Jetzt wäre es noch schön gewesen, wenn wir ins Archiv runtergegangen gekönnt hätten tun. Gekonnt hätten runtergehen können. So. Ich würde sagen, wir speichern aber mal. Das war jetzt doch echt sehr viel. Puh, vor allem das Gequatsche war heftig. Ich will ja nur ins Archiv. Mehr will ja gar nicht. Halt! Im Namen und... Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Warte ich. Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Mach den Weg frei. Mach den Weg frei. Und warum sollte ich dir diesen Gefallen tun? Das Archiv und unsere Forschungen sind nicht für jedermann bestimmt. Warum ist das Archiv nicht öffentlich zugänglich? Weil ich die Zugangsberechtigung besitze. Das ist meine Angelegenheit, jetzt lass mich einfach durch. Na, das obere. Warum ist das Archiv nicht öffentlich zugänglich? Wenn jeder seine Nase in ein Buch steckt oder Nachforschungen betreibt, dauert es nicht mehr lange, bis wir hilflos der Außenwelt ausgeliefert sind.
Darum gestatten wir es nur einem privilegierten Personenkreis, intensive Studien zu betreiben. Nur wer über eine Zugangsberechtigung verfügt oder mindestens den Rang eines Akolyten hat, darf das Archiv betreten. Aber vertiefen wir das hier nicht weiter. Zurück zum Thema. Warum glaubst du, dass ich dich ins Archiv lasse? Weil ich die Zugangsberechtigung besitze. Das lässt sich überprüfen. Einen Moment. Tatsache, deine Aussagen stimmen, obwohl ich mich nicht entsinnen kann, deinen Namen bei der letzten Kontrolle gesehen zu haben. Unter diesen Umständen hast du natürlich das Recht erworben, passieren zu dürfen. Ich bitte dich aber, die Archivare nicht in ihrer Arbeit zu stören. Schweigen ist eine Tugend, die von ihnen gewürdigt wird. Jawohl. Sehr gut, das hätten wir schon mal. Dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns dem Archiv widmen. So. Bis dahin setzen wir uns mal dahin. Ihr Lieben, das war's wieder für heute und für diese Aufnahmesession. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!